Ist besetzt? Sie meldet sich nicht. Verstehe ich nicht. Trinken Sie mal erst einen Schluck, ne? Die wird noch schlafen. Entschuldigen Sie bitte. Stimmt so. Und danke für alles. Was hat er denn? Was hat er? Ärger hat er mit seiner Heulen. Haben Sie meine Frau gesehen, Frau Lemke? Nee, heute noch nicht, Ärztin. Hat Sinn. Dem Rettungsamt ist nichts bekannt. Leutnant Bernd, Inspektion Köpenick. Lohm. Da ist eine Frauenleiche, unbekleidet. Es ist noch alles so, wie wir es vorgefunden haben. Die Tatortskizze. Seit 18. vermisst. Gut eine Woche. Zinn, Stefanie. Die Kleidung der Toten ist nicht auffindbar. Es gibt keine anderen Anzeichen für einen Mord. Auch ein Motiv lässt sich nicht ermitteln. Die Familie Zinn lebte zurückgezogen in gesicherten Verhältnissen. Ein Streit in der Familie Zinn ist das letzte Lebenszeichen der jungen Frau. Es gibt Ohrenzeugen. Auch beim Begräbnis der Frau Zinn findet Hauptmann Lohm keine Anhaltspunkte. Ein neuer Fall wird gemeldet. Selbstmord durch Gift. Der Tote hat ein Geständnis hinterlassen. Er beschuldigt sich, Frau Zinn ermordet zu haben. Den Zettel bei dem Toten. Sie waren sein Beichtvater. Ich habe Herrn Lorz gestern zum ersten Mal gesehen. Die Ermittlungen beginnen aufs Neue.